Dead! Oh mein Gott, heute ist es total Zerstörung, liebe Freunde. Wir haben kompletten Sommer, liebe Freunde. Total Abrechnung hier heute. Alter, Freunde, ihr seht es. Es geht weiter mit Dorf Legend of Tomorrow. Folge 4, Alter. Heute kommen wir zu einer richtigen Mega-Legende, liebe Freunde. Wir haben letzte Woche den altbacken Ranger gedreht, Freunde. Und heute, oh mein Gott. Heute geht es komplett ab, Freunde. Und zwar, heute geht es um einen bestimmten Typ aus Gary City, eine Mega-Icon, ungefähr vor einem halben Jahr im Winter legendär geworden ist, weil der dort eine Aktion gedroppt hat. Wir kommen zum Pay and Spray Sympathisanten. Was jetzt? So eine Lachnummer gibt's nicht. Der Pain Spray Sympathisant. Oh mein Gott, ist der legendär, liebe Freunde. Und zwar müsst ihr wissen, Dorf Legends of Tomorrow Season 5 heute wirklich mit einer Mega-Legende, Freunde. Wir sind schon angekommen bei Folge 4. Alter. Wir starten rein. Pain Spray Sympathisant. Erstmal zum Namen. Pain Spray. Vielleicht kennen einige Leute das von euch. Und zwar ist es aus GTA. Pain Spray ist dieses Los Santos Customs. Und dieser Typ ist auch Los Santos Customs. Also der ist das. Und Freunde, Sympathisant halt, weil der so Sympathisant mit so Sprayer-Scheiße ist. Also das ist so ein Pumper, der aber ungefähr die Größe von mir hat. Der ist, trägt auch XS-Hemden immer, Freunde. Und der ist dann immer so da, also voll auf Pump. Kurze Hose, schwarzes anliegendes T-Shirt, blonde, kurze, stachelige Haare. Bild des Pain Spray Sympathisant, natürlich geblurrt, Freunde. Aber das ist der so erstmal. Aber die Optik von dem ist auch gar nicht so wichtig. Und zwar der Pain Spray Sympathisant. Wir hatten das und jetzt kommen wir zu der Aktion. Und zwar, Freunde, wir saßen in der U-Bahn. Das hat so sauekelhaft gestunken nach so dieser Farbe halt. Also wenn Leute so sprayen. Ne? Und dann haben wir halt so rausgeguckt und dann waren da halt so sau viele Sprayer an dieser U-Bahn unten dran. Halt lustig in GRD einfach am Bahnhof gesprayt am lichtenden Tage. Und dann kommt der Pain Spray Sympathisant in diese Bahn und ich scheiße ab. Also das ist bis heute eine der lustigsten Sachen aller Zeiten. Wir hatten damit sogar darüber berichtet und zwar gab es einen Wanted. Ist aber nicht mehr online leider. Richtig krass. Die haben halt eiskalt gesprayt und diese Bahn stand noch. Und dann haben wir halt gesehen, yo, die sind weggelaufen. So ein, zwei Minuten nachdem wir weggelaufen sind, kam rein zufällig, öffnet sich die Tür mit einem Mann mit einer klirrenden Tasche. Der Pay and Spray Sympathisant. Natürlich. Wer auch anders. Und dieser Typ kommt rein. Ne? Erstmal so ganz normal, hat er halt so eine große Tasche bei, so eine Sporttasche. So normal, man hat nichts gehört. Dann setzt er sich so hin und dann wir so, ja, riechen sie das auch? Ist irgendwie komisch. Und dann er so, ja, ja, ich habe gesehen, draußen sprayt jemand. Riecht auch so, man hat das auch so gesehen an den Scheiben. Und dann nimmt er so diese Tasche, so hat er diese Tasche so abgenommen, auf den Sitz gestellt, so, klirrt, klirrt. Also wirklich alles geklirrt. Also die Tasche war voll mit Spraydosen. Ja, der wusste auch, dass das Sprayer waren, weil der nämlich einer dieser Sprayer eh war. Natürlich. Komm, ihr müsst euch das original so vorstellen. Ja. Ja, ja, ich glaube, das sind Sprayer. Also Freunde, ist reingekommen, hat gesagt, das sind Sprayer und diese Tasche hat in die Hölle gekürt. Der hat sich auch noch geil gefühlt. Der ist halt, also das Ding ist, Freunde, wir haben ja keinen Beweis, dass der gesprayt hat. Deswegen ist es der Pay and Spray Sympathisant. Weil der hat halt mit denen so sympathisiert, war so, ja, das sprayt jemand so, als wäre das so cool auch. Weil ich meine, das ist ja hirnrissige, dumme Scheiße. Und dann hat er sich geil gefühlt. In der klirrenden Tasche war, ist auch der Stämmer schlechthin, ne? Also wirklich. Was geht? Der Pay and Spray Sympathisant von uns. Unsere Theorie ist auch, dass der in diesem Dorf ist der so der Head dieser Pay and Spray Graffiti-Leute. Und jetzt mal ein kleines Bild von diesem Los Santos Customs aus GTA. Freunde, das ist dieses Main LS Customs Pay and Spray, wo man immer chillt in GTA. Wer da nicht chillt von euch ist behindert. Da wohnt der. Ich glaube, dass der diese Garage, diese Optik hat der irgendwo, weil der wohnt in der Abteilung 2. Das hat der irgendwo in die echte Welt gepastet und da wohnt der und sprayt alles voll. Und LS Customs von dem ist alles voll mit Spraydosen. Was auch noch unsere Theorie ist, ist, dass der so der Kopf von so einer fetten Graffiti-Gruppe ist und dass der so Leute losschickt, die so alles voll sprayen. Und außerdem unsere Theorie, der Typ hat so übernatürliche Metakräfte und hat so wie diese Iron Man Repulsoren in dieser Hand, hat er so in der Innenfläche so ein Spray-Scheiß und dann sprayt der so einfach alles voll. Der Typ hat auch so ein Sign, so ein Dorf-Sign, was der letztens an so einen Stromkasten rangesprayt hat. So irgendwer hat das rangesprayt, aber eh natürlich. Weil ihr was euch das ergeben? Dieser Typ sagt, ah, oh, ich weiß nicht, wer das war. Ding, 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 ding. Alles klar. Es war der Pain Spray Sympathisant. Was geht? Er ist halt legit auch daily gefühlt in GRD. Und der chillt auch immer mit der Pay and Spray Sympathisanten, Sympathisantin. AKA die Freunde des Pay and Spray Sympathisanten. Die deckt den auf jeden Fall auch, weil seiner Pay and Spray Scheiße. Alter, der ist so Pay and Spray. Safe so einen Ami-Rap-Ghetto-Typ, Alter. Alter, wie Graffiti. Wirklich, dieser Typ steht wahrscheinlich wirklich 24/7. Wahrscheinlich kommt der nachts auch noch an irgendwelche abgeparkten U-Bahnen.
Was? Der Pay-and-Spray-Sympathisant. Das war die lustigste Aktion aller Zeiten. Also der hat mir den unter eine Decke gesteckt. Auch so unter Atem. Alles geklärt, alles voll mit Spraydosen, alles voll damit. Das war, glaube ich, Sprayer, Jungs. Hier, ja, da sprayt wohl jemand. Ach ja, natürlich. Die ideale Dorf Legends of Tomorrow Icon, Freunde. Oh mein Gott, heute auch komplett Sommer hier am Mühlenlake, Freunde. Die Tomorrow ist eine Legende. Erst im Winter ist der entstanden, dieser Random. Aber ich würde mal sagen, so langsam neigt sich Dorf Legends of Tomorrow. Season 5, Folge 4 aus dem Ende, Freunde. Oh mein Gott, nächste Folge mit Season-Finale, Freunde. Wir sind schon wieder nächste Woche bei Folge 5 angekommen. Unbelievable, liebe Freunde. Und außerdem, Alter, Folge 5 kommt und mit Folge 5 launcht auf Felix und dann auch noch ein anderes Format. Dazu guckt ihr aber F03 aktuell, liebe Freunde. Aber naja, like dieses Video mit diesem Channel, Freunde. Macht fertig, locker und ja. Tschüss! Asking another question.